Gut, die Anlage ist jetzt wieder zusammengebaut und lackiert. Also ich habe ja das ganze Teil zerlegt, lackiert und jetzt eben endlich wieder zusammengebaut. Paar Kleinigkeiten habe ich jetzt auch noch angepasst oder verändert. Da am Rand eben hier so Dichtklebeband drauf gemacht, dass da in die Ritzen, falls Wasser rausspritzt, da nichts reinkommt. Das Bantel verlinke ich dann auch noch im Video mit. Dann, ja, hatte ich ja mal so Probleme bei der langen Achse, dass die so arg rattert in Längsrichtung. Da, wo ich am Anfang die geringe Drehzahl von den Schrittmotoren in Verdacht hatte. Aber das lag einfach daran, weil ich beim ersten Mal aufbauen mir einfach zu wenig Zeit gelassen habe. Also da war einfach dieses obere Portal hier arg in sich verspannt. Jetzt habe ich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen. Wenn die Riemen weg sind, kann man das Teil hier anstupsen und das fährt ewig bis zum Ende. Also das war einfach definitiv schlecht aufgebaut oder zu schnell oder zu unsorgsam aufgebaut. Ich habe halt dieses Mal einfach hier diese Schrauben auf beiden Seiten immer schön nacheinander angezogen und dann hat es auch passt. Ich habe auch schon Messungen gemacht, zwecks Maßgenauigkeit und Winkel. Also im rechten Winkel ist es auf 0,2 Grad genau. Also so gut wie ich es halt auch messen konnte. Und die Längenangaben, also wenn ich quasi einen Meter fahre, dann ist es jetzt auch ein Meter. Das hat auch nicht ganz gestimmt. Da habe ich die falsche, den falschen Weg in der Software angegeben gehabt, pro Motorumdrehung. Aber da ist jetzt auch der richtige Wert eingestellt. Zur Anlage selber nochmal. Also das Ganze ist jetzt eben mit so einer Art Bausatz aufgebaut worden. Den werde ich jetzt auch mit dem Video in der Videobeschreibung zur Verfügung stellen. Den kann sich jeder runterladen und das Teil auch nachbauen, wenn er will. Also jeder auf eigene Gefahr und ohne Gewehr. Bei mir hat das alles funktioniert und gepasst. Eben bis auf hier die vier Löcher, da hatte ich mich hier in dem Querläufer konstruiert. Das habe ich ausgebessert. Also quasi in den Dateien auch, die ich zur Verfügung stelle, habe ich es ausgebessert. Genau, zu den Abmessungen. Mit der Anlage kann man jetzt Kleinformattafeln schneiden, also 2 auf 1 Meter. Die Länge vom Becken ist, glaube ich, 2,10 Meter oder 2,20 Meter. Und die Breite sind auch ein bisschen was über 1 Meter. Also ich glaube 1 Meter und 4 Zentimeter, dass man da vernünftig eine Platte noch schneiden kann drauf. Ja, von der Tiefe her sind es, muss man messen, irgendwas so um die 16, 17 Zentimeter, was man schneiden kann. Muss man halt eben nur diese Z-Achse dann ein bisschen höher montieren. Ich habe es jetzt eben so montiert, da ich eh nicht so dicke Sachen schneiden werde. Genau. Wie gesagt, die Konstruktionsdaten könnt ihr euch runterladen. Wenn das Teil jemand auch aufbauen will, schaut euch am besten die Videoreihe dazu an. Da habe ich versucht, das ein bisschen Schritt für Schritt zu zeigen, wie ich das aufgebaut habe. Ich werde auch noch eine Facebook-Gruppe erstellen, rein zu dem Tisch jetzt, wo man sich austauschen kann, wenn eben auch noch jemand so ein Teil bauen will. Als Plasmaquelle habe ich jetzt aktuell immer noch den Lidl Plasmaschneider verbaut. Da werde ich halt irgendwann auch mal auf einen größeren vielleicht umsteigen. Aber jetzt für den Anfang reicht mir der, eben dieser Lidl Plasmaschneider mit dieser Anpassschaltung. Da gibt es ja dann auch in der Videoreihe das Video dazu, für was die da ist und wie die aufgebaut ist. Als Controller habe ich hier eben diesen MyPlasm mit der MyPlasm Software verwendet. Kann ich auch noch kurz mal zeigen. Da ist jetzt der Schaltschrank. Da habe ich jetzt bloß die Tür abmontiert, weil ich in die Tür noch einen Lüfter reinmachen möchte. Aber das wäre eben hier der Controller. Genau.
Der Schaltschrank an sich. Da sieht man jetzt nochmal die Seite vom Schaltschrank mit den ganzen Anschlüssen für die Motoren und Endschalter und das MyPlasm-Interface-Modul. Das habe ich hier auch in den Kasten mit reingesetzt für die Anpassschaltung. Ich habe jetzt den PC jetzt erstmal wieder hier direkt daneben hingestellt. Das hatte ich ja zeitweise mal verändert gehabt während des Aufbaus wegen ja, Interferenzen oder Störungen durch den Plasmaschneider. Ich werde jetzt erstmal probieren, ob es doch wieder so hinhaut, auch mit der Erdung vom ganzen Gestell. Und wenn es funktioniert, lasse ich es so. Wenn nicht, stelle ich ihn halt wieder auf die andere Seite. Da drüben. Also quasi hierher. Zum Wasserbecken. Hier hinten in der Ecke, da ist der Ablauf quasi, wo man das Ganze ablassen kann. Also da habe ich einfach hier so einen Hahn hergemacht, das habe ich ja schon mal gezeigt. Wo man dann das einfach wieder ablassen kann, das Wasser. In dem Becken habe ich jetzt schon seit ein, zwei Wochen oder zwei oder drei Wochen das Wasser drin. Mit diesem Soda bleibt es auch glasklar. Also kann ich kurz mal zeigen. Da habe ich so ein halbes Päckchen reingekauft. Das ist einfach so Waschsoda. Das habe ich jetzt beim DM gekauft für 1, 2 Euro. Hat mir ein Kumpel empfohlen. Und hatte ich vorher auch schon drin, bevor es lackiert war. Das funktioniert tadellos. Vielleicht noch zur Lackierung. Ich habe da jetzt so einen 2-Komponenten-Lack verwendet. Den werde ich auch verlinken, falls jemand verwenden will. Gibt es auch in anderen Farben. ja, da war ich eigentlich zufrieden. Den habe ich mit der Pistole auftragen. Habe ich das erste Mal gemacht und ich muss sagen, also ich war begeistert, wie gut das eigentlich geht. Die Menge, die ich verlinke, die hat mir gerade so gereicht. Also ich habe die wichtigsten Sachen damit lackiert bekommen. Die Unterseite vom Tisch zum Beispiel, die habe ich dann sein gelassen. Da hätte auch die Farbe nicht mehr gereicht. Ja, ansonsten ist, glaube ich, habe ich in den vorherigen Videos schon so ziemlich alles gezeigt über das Teil. Ja, vielleicht ein paar Besonderheiten. Hier eben diese integrierte schwimmende Achse. Ja, die Riemenspanner. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, dass man die Riemen links und rechts recht komfortabel, sage ich mal, spannen kann. Bei der kurzen Achse genauso. Da ist eben hier auf einer Seite auch so ein Riemenspanner. Die ganzen Kabel habe ich jetzt hier noch mit so ja, Spiral-Kunststoffschutz überzogen, dass die ein bisschen geschützt sind, vor allem an den Kanten eben, dass sich das nicht aufscheuert. Ja, das wäre es jetzt eigentlich auch schon. Ich werde dann später nochmal was rausschneiden und das auch noch mit zeigen oder filmen, dass man das nochmal sieht. Und ansonsten, ja, würde mich freuen, wenn jemand auch Gefallen oder Interesse an dem Bauplan oder an den Dateien hat. Oder mich würde es freuen, wenn es jemand auch nachbaut. Man kann sich ja austauschen, gegenseitig, über die Einstellungen, was man noch verbessern kann oder auch nicht. Genau. Ich werde auch versuchen, dass ich bei zukünftigen Videoprojekten immer halt mal irgendwelche kleinen Sachen plan, Aufbau, vorstell und dann auch eben kostenlos zur Verfügung stell. Ich habe jetzt hier schon mal zum Test aus Pappe so eine Feuerschale ja, aufgezeichnet und ausgeschnitten grob. Also alles habe ich jetzt nicht ausgeschnitten, das wäre mir zu viel Arbeit gewesen. Aber ich habe eben hier jetzt mal so eine Drachen- oder Wikinger-Feuerschale geplant. Das wird jetzt mein nächstes Projekt werden. Die werde ich mal rausschneiden, die Teile aus Metall, zusammenschweißen, ja, anzünden, testen und falls das alles gut hinhaut, halt auch wieder die Dateien zur Verfügung stellen. Deshalb mal so als Beispiel. Also falls ihr da irgendwie Interesse habt, ja, bleibt dabei.